Erde brauche ich. Aluminiumerz würde ich gerne sehen. Kohle weiß ich noch nicht, das brauchen wir gerade nicht. Essen sehen wir sowieso, glaube ich. Ja, Nahrung ist dort oben eingeblendet. Dann brauchen wir noch, wo haben wir das? Veredelung? Nee. Sanitär? Nee. Ist noch nicht erforscht, denke ich, oder? Wo ist der Filter? Der wurde noch nicht... Da ist er, der wurde noch nicht erforscht. Natürlich wurde er nicht erforscht. Konnte ja nicht. Wir haben ja keinen, der forschen kann. Soll Kerstin das machen? Ja. Kerstin darf mal ein bisschen weiter forschen. So, das dürfte er nochmal sauber machen. So, die Kabel ersetzen wir später. Wir brauchen erstmal den Filter. Habe ich die schon umgestellt? Nein. Jetzt haben wir die. Hier haben wir Wasserstoff. Ich weiß aber nicht, wieso. Und ist einfach natürlich dort entstanden, kann ja auch sein. Phosphorid. Wir haben noch Eisenerz. Okay. Oh, wir haben Packos. Mit denen könnten wir doch... nee, verschmutzte Erde. Samen zu verschmutzte Erde. Mehlholz zu verschmutzte Erde. Die erzeugen nur Erde. Okay. Weniger interessant für mich. Nee. Die können wir einfach in den Tank werfen und hoffen, dass sie sich verbreiten. So, dankeschön. Da kommen die nicht ran. Okay, das ist schlecht. Können aber das hier aufbohren, ne? Dann hoffen, dass sie da durch können. Ja, kann er. Sehr gut. Was haben wir? Dann mach das mal schnell sauber. Wir bauen jetzt das da. Also Sanitär können wir noch nicht, weil noch geforscht wird. Wir brauchen dafür Wasser. Für Wasser brauchen wir... Wir müssen weiter graben. Wir müssen erstmal da runter. So, Handpumpe. Gut, das sollte erstmal reichen. Wir sollten aber erstmal hier durch. Blub. Währenddessen können wir ein paar Lager bauen, damit die ein paar Sachen einlagern. Obwohl, das ist ein bisschen blöd wegen dem Pip. Wie machen wir das? Wir könnten ja kurz das hier bauen. Und da setzen wir kurzfristig unser Lager drüber. Kilokalorien, sehr gut. Sauerstoff ist stabil, sollte eigentlich sein. Wir haben keinen, der sehr viel atmet. Licht, haben wir denn Licht? Okay, über uns ist scheinbar noch eine Decke. Ich sehe nämlich nichts. Arthur geht noch, das könnte gefährlich werden. Magmatit reicht aber noch. Wenn wir eh auf Hedge umstellen, sollte das aber kein Problem sein. Oder? Oder wir züchten Pips? Die sind doch einfacher, oder? Alter bis 100, okay. Die ernähren sich ja von Arbor. Wir brauchen relativ viele Bäume, aber die können sie ja selber... Ja, die müssten sie wieder selber anpflanzen, das ist ein Problem. So eine Pip-Farm müsste eher horizontal sein.
Unsere Hatchet-Farm können wir ja mehr vertikal bauen. Ich nehme erstmal Sand zum Filtern. So, hier könnt ihr erstmal alles reinwerfen, außer Tiereier. Ich bin halt immer noch für die Hedgefarm. Die ist halt einfach OP. So, da kommt gleich jemand. Wayfarer macht es. Ich hoffe, die können ja auch rüberspringen. Schön mit dir einlagern, aber hier kommt der gelbe Alarm. Unerreichbarer Graberort, okay. Dann halt so. Ah, klar, weil sie nicht da hinten graben können. Ja. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt gleich Wasser wieder für die Forschung. Gut, dann hätten wir gleich unseren... Oh, den schon schmutzig gemacht. Vielleicht kann ich das noch sauber machen. Nee, doch kann ich noch. Okay. Das aber auch bitte. Und das da oben kann ich auch sauber machen. Und das da unten. Und das da. Da reden sie noch miteinander. Arbeiten müsst ihr. Und ich brauche ein neues Bett. So. Da. Okay, ich habe mich schon gefragt, wo Robbie ist. Und wie schnell er speichert. Meine Güte. Würde ich noch weggraben, damit sie vielleicht dahin können. Ach, können sie auch so. Und dann kannst du da bleiben. So, sauber gemacht. Und Wasser ist wieder sauber und rein. Ja. So, Forschung ist fast... Ne, dauert noch ewig. Oh Gott. Die Maschine frisst aber auch sehr viel Wasser. Ist ja kaum zu glauben. Und wie könnte man das verschmutzte Wasser irgendwo sammeln? Und zwar würde ich das sammeln, und zwar dort, hier. Da nicht. Ja, das kann ich auch später machen. Wir sollen erstmal aufräumen, bevor ich dann noch mehr Aufträge reingebe.
damals, als sie noch Sachen aufräumen. Ja, das sind die schönen Zeiten jetzt noch. Später wird alles furchtbarer. Und sie haben es fertig. Gut. Was bräuchten wir noch? Kabel. So, erstmal Filtermaschine. Können wir so reinbauen. Den versorgen wir erstmal damit. Und dann kommt die Rohre rein. Das ist der Ausgang. Also kommt das hier rein und da kommt das rein. So. Was sind die Regeln der Challenge? Wir haben derzeit, es ist eigentlich relativ, wie sagt man, relativ frei. Wir haben gewisse Ziele, warte, die kann ich kurz einblenden. Derzeit sind, es gibt viele verschiedene Ziele. Die kommen raus, werden freigeschaltet, je nachdem, wie viele Punkte gesammelt wurden. Warte. Da. Das sind gerade zwei Ziele, die gerade offen sind. Einmal sammle 100.000 Kilokalorien und das andere analysiere zwei Geysire. Das heißt, das sind die zwei Ziele, die ich machen würde. Die anderen sind ja noch nicht frei. Und sonst ist es eigentlich relativ man selbstbestimmt. Die Mods kann man sich selber aussuchen. Man soll halt fair bleiben. Und ja. Zeitrahmen gibt es nicht. Also ich muss das jetzt nicht in der oder der Zeit schaffen. Ich halte das nur relativ schnell durch, weil es schon einfache Ziele. Und jetzt, wo wir noch so viele FPS haben, ist eigentlich in Ordnung. Genau, und in dem Zug sage ich, in dem Zuge sage ich es nochmal. Wenn man die Challenge selber spielen möchte, das war das Falsche, müsste man auf YouTube die Videobeschreibung lesen, wenn ich daran denke, reinzuschreiben. Oder hier im Chat, in Twitch, Ausrufezeichen Holds. So. Da kommt er dann auch drauf. Will den einfangen? Nee, ich will ihn nicht einfangen. Die Batterien müsste ich mal irgendwo auslagern. Und wir bräuchten eigentlich jetzt mein eigenes Kraftwerk. Holzkohle, Dingens. Ich würde immer noch mit dem Hamsterrad antreiben. Ja, Discord habe ich nicht. Da sind aber die Informationen drin. Ich wüsste nicht, wo man sie sonst herbekommen könnte. Aber wenn man will, ein Discord-Account ist auch nicht so an. Was heißt, komm, ich komm. Ist relativ einfach gemacht. Tatsächlich habe ich damals einen gemacht mit irgendeinem Namen. Jetzt habe ich meinen Namen drin. Zumindest war es damals relativ einfach. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber ist auch nur zur Info. Also das mit dem Dingens. Keine Sorge, Maximka, dafür bin ich ja da. Das mache ich schon. Oh, wir haben hohen Stress. Warum denn das? Was ist denn mit Ruby? Ja, weil wir überhaupt gar keine Möglichkeit haben, hier irgendwelche Sachen zu... wir bekommen gar keine Moral von irgendwas. Ich würde eine schnelle Küche bauen. Und ein eigenes Schlafzimmer. Die können wir hier reinsetzen. Das können wir rausgraben. Und das können wir rausgraben. Dann können wir das machen, dann können wir das machen und das können wir später machen. So, jetzt Leistungssensor und wir haben Wasserstoff. Algen haben wir noch 4 Tonnen, das ist nicht viel. Was fließt da runter? Das können wir später sauber machen.
Obwohl, jetzt müssten die ja eigentlich auf die Toilette gehen können. Waschraum ist fertig. So, da bauen wir schon mal die Sachen rein. Das. Das, 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 das und das. So, dann bräuchten wir Wasser. Oh, stimmt, Wasser fehlt. Hast du recht. Wir müssen ein bisschen Wasser reinhauen. Hier rüber. So, das muss natürlich dringend da durch. Hopp, hopp, hopp. Auf, die müssen wir auch mal besser antreiben. Beliefern. So, was haben wir denn? Stromabschaltung. Ja, der Pip. Ja, was ist denn mit dem Pip? Verstopfungsgefahr? Ja, weil wir keinen Ausgang haben. Wir bauen irgendwo einen Tank später, aber jetzt geht's noch. Haben wir ja eigentlich einen Wassertank? Haben wir noch nicht. Wann kommen wir denn dazu? Wasser, Wasser, Wasser. Können wir eigentlich relativ machen. Wir bräuchten sowieso, glaube ich, Hydrosensoren. So, dann haben wir ein bisschen Wasser dadurch. So, das sollte reichen. Können wir das unten wieder aufwischen. Oh, was haben wir denn jetzt? Stauchsamen, Oxyfarren. Will ich noch einen Arbeiter? Eigentlich nicht. Wir sind gerade gut dabei. Ich nehme Stauchsamen. Und da wird die Toilette gleich benutzt. Ausgezeichnet. Ja, was ist mit Oxygen? Ich glaube, wir haben genug derzeit. Wir haben noch... Achso, wegen der Fahrenden. Wegen dem Pip höchstens, aber ich konnte mich mit den Oxyfahrern noch nie anfreunden. Oxyfarmer haben vielleicht den höchsten Stoffwechsel im Pflanzenreich. Sie absorbieren relativ große Mengen an Kohlendioxid und wandeln es in Sauerstoffmengen um. Ist halt nützlich, aber es war immer so. Die in keinem Verhältnis zu ihrer geringen Größe stehen. In der Folge gedeihen sie in Gebieten mit reichlich Wildtieren oder einer hohen Kohlenstoffkonzentration in der Umgebung. Weil sie halt gepflanzt Wasser und Erde brauchen. Das finde ich halt immer blöd. Man müsste es kontrollieren, dass sie halt dort wachsen. Mit dem Pip könnten wir es eigentlich machen. Ja. Nächstes Mal, wenn wir das Angebot bekommen, nehmen wir das. Ich finde es halt immer so umständlich. So, die Toiletten haben wir. Jetzt brauchen wir die Küche. Elektrogrill, nein. Wo haben wir das? Möbel bestimmt. Ja, Kantintisch. Der kommt da, 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 da. Erstmal das. Dann brauchen wir ein Wasser. Blop. Wir machen noch ein paar Tische hin. So, Dekorationen haben wir nicht. Ne, haben wir noch gar nicht. So, was hat der oben rein? Ich glaube, da waren Betten drin. Dop, 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 dop. Dann machen wir es so. So, dann kommen die Betten wieder weg. Dann haben wir mehr Platz. So, da kommt jetzt der Moralboost. Ich habe auch gleiche Aufgaben mal verteilen. Also, wir könnten jemanden brauchen, der endlich mal graben kann. Bauen?
Brauchen wir jemanden, der besser bauen kann? Ist zwar nett. Ich hätte aber Mechatronik kann er schon. Die Förderschienenkonstruktion. Okay, wenn er das schon kann, dann ist Bauen in Ordnung. Das ist nett, dass das schon von Anfang an da war. Also ich würde auch relativ früh eine Hedge-Farm bauen oder zumindest eine Farm für Hedges. Wir brauchen aber immer noch die Fertigkeit von dem Dingens, von Robbie. Weil je schneller der Hedge Eier legt, desto besser. Das geht die Nahrung sowieso gerade zur Neige. Wir könnten notfalls noch eine Farm aufbauen. Ein bisschen Erde weghauen. Wir haben 85 Tonnen, das geht noch. Trotzdem hätte ich die Hedge-Farm doch lieber gerne, bevor wir die Erde verschwenden. Wir könnten noch Erde erzeugen, halt durch den Paco, aber trotzdem. So, dann baue ich doch mal eine kleine Farm. Wo haben wir das? Die können wir noch nicht betreiben, aber sobald er die Fähigkeit bekommt, können wir sie sofort nutzen. 96 Felder. Die können wir da hinten reinsetzen. Das wäre echt groß. Oh Gott. Wenn wir sie erstmal so bauen. 99 Luftballons. Obwohl, die Hälfte geht ja wieder weg. Obwohl, muss nicht. Können wir ja hier unten. Warte, wie groß war das nochmal? Kommt mir so riesig vor. 96 Felder. Mhm. Ja, ungefähr so groß. Jetzt müssen wir sowieso irgendwann mal ausgraben. Dann machen wir das so. Willst du sagen oder warte ich ab? Ich weiß nicht. Das liegt dir. Es ist irgendein Fehler, aber was für ein Fehler? Die Toilette läuft noch. Nahrungsmittel sinken, das ist in Ordnung. Der Stress wird abgebaut. Wasser läuft noch. Strom ist noch stabil. Es muss also irgendwas mit der Farm zu tun haben. Die ist aber nur temporär. Aber die ist ein bisschen groß, die kommt mir so riesig vor. Ich warte ab, bis das Chaos ausbricht. Okay, das ist fair, das verstehe ich. Der wird lustiger. So, da bauen wir noch ein paar Leitern rein und fertig. Wahrscheinlich wegen den Nahrungsmitteln. Weil das langsam ein bisschen knapp wird. Wir machen die Nahrungsmittel dann gleich, wenn wir hier mit der Farm fertig sind. Weil, glaube ich, in der Zeit könnten wir dann noch ein bisschen was ernten. Und notfalls können wir noch Matschriegel produzieren, das geht ja auch noch. Eins, zwei, okay, in der Mitte brauchen wir auch noch eine Leiter. Forschen. Können wir denn überhaupt eine Dingens bauen? Wollen wir das? Da. Pflegestation brauchen wir auch noch.
Granit und Magmatit. Wir haben auch Magmatit. Die essen ja die Hedges, das, oder? Der Hedge, der isst zum Beispiel gerne Sandstein, Ton, zerschossener Stein, Erde, Sediment. Okay, der isst kein Granit. Hm, wir könnten aber Sand verfüttern oder zerstoßene Steine. Wir können ein paar Steine platt machen, das ist ja kein Problem. Ist ein bisschen aufwendig, aber bis wir einen stärkeren bekommen, wird das wahrscheinlich gut gehen. Oder wir finden noch irgendwo Sandgestein. Nee. Immer noch schön zu sehen, wie sie ohne Ruckler rumlaufen. Oder wenn man die Verfolgerkamera anmacht. Man sieht ja was endlich, wenn man die Verfolgerkamera anmacht. Das ist ja... Man erkennt ja was. Das braucht doch ein bisschen länger, als ich dachte. Es dauert ein bisschen länger. Wir könnten so eine Notfallsfarm hier reinbauen. Wir können es ja schon mal reinplanen. Das ist ja kein Problem. Temperaturmäßig geht das 6 Grad. Wir müssen schon im Zentrum bauen. Hier zum Beispiel. Ah, Tieraussetzer und so weiter sind fertig. Dann bauen wir hier einen Tieraussetzer rein, einen Tierfütterer und eine Pflegestation. So, Forschung. Dann brauchen wir eine Forschung. Wir brauchen... wie heißt diese Steinzertrümmer? Stein? Steinmatsch. Steinbrecher. Und wir brauchen Hintergrundgebäude. Die lassen wir also noch weg. So, ich habe den Comment auch mal in den Titel reingeschrieben. Ich meine, man kann ja nicht hell sehen. Ja, das können wir noch weggraben. Das kriegen wir hin. Ja, dann planen wir schon mal die Farben. Da. Einfach da rein. Schade um die Pflanzen. Auch noch eine Reihe, dann machen wir die einfach bis darüber. Das sollte reichen. Hätten wir noch eine Reihe, das genügt dann. Anscheinend habe ich seit 2019 einen Discord-Account. Herzlichen Glückwunsch! Ich kenn's, wenn man Sachen vergisst. Ein Account hier, ein Account da. Überall irgendeine extra Anmeldung. Ja.
So, und noch 5000 Kilokalorien. Es geht bergauf. So, das heißt, wir müssen jetzt endlich mal die Farm priorisieren. Das machen wir mal. Oh, wir haben sogar Fertigkeitspunkte, die wir nehmen können. Nee, haben wir nicht. Forschungswertpunkt, das ist was anderes. Ich musste mein Passwort zurücksetzen, weil meine E-Mail schon bekannt war. Sonst hätte ich es nicht gemerkt. Oh, und es geht los. Ja, Maximka. Aber das kriegen wir noch hin. Notfalls essen wir den Pip. Oh, oder die Slickster-Eier. Und ganz ehrlich, die Slickster brauchen wir nicht. Wir können auch Plastik mit dem Trikot hier erzeugen. Das heißt nicht schlimm drum. So, jetzt brauchen wir nur noch Mehlholz. Wupp. Eins, zwei, die könnten da hoch. Ja, dann graben wir doch mal diese Bereiche hier weg.